Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortsetzung, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren 2 gegen 2. Heute mit Bonvo wieder am Start. Ich grüße dich. Servus. Mensch, heute wenigstens die Antwort schon mal clean hingekriegt. Also ich habe gestern halt den ganzen Tag Forts gespielt, naja, und er steckt mir noch so ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Ach. Das wird schon. Wird schon, sagst du? Na gut. Ja, nee, gestern habe ich gar keine Forts gespielt. Das ist beruhigend. Aber das gleicht sich jetzt aus. Spiele ich heute wieder mehr. Ich habe jetzt endlich wieder Ferien, das heißt, jetzt muss ich heute Abend... Es sind schon wieder Ferien, sag mal, das gibt's ja nicht. Das Schülerleben. Schülerleben, ey. Das heißt, ich werde heute einfach taktisch danke Merkel über Stream und auf den Raid hoffen. Ah, ja. Da seid ihr ganz groß drin. Ja, und ein anderes Streamtag haben wir gut ausgewählt. So, ich mach unten Howie Rush. Ich hab natürlich jetzt das T1-Placement ein bisschen verkackt, sonst kann man noch immer schön zwei Buzzers damit holen. Aber... Ich habe meine zweite Windturbine straight up gebaut, um dann gleich, ich weiß auch nicht was zu machen, aber irgendwas. Irgendwas machst du mit der Energie. Hey, du machst das einfach wie Firework, du schießt dann so gleich auch einfach oben in den, von oben unten in den Chor rein und dann gewinnen wir. Okay, aber ich gehe für Cannons. Oh, ja. Okay. Ja, wobei mit Cannons geht das ja auch, also. Ja, stimmt natürlich. Mit Cannons wahrscheinlich sogar besser als mit Plasma. Ja, mit Cannons kannst du es halt nicht wiederholen, wegen der Deviation. Ja, gut, das stimmt. Da kannst du nicht nochmal sagen, okay, ich aim jetzt nochmal ein Stückchen tiefer oder so. Das funktioniert dann nicht. Mal sehen. Actually war es mit zwei Windturbinen gar nicht so bad. Also es hat EMP, funktioniert. Oder? Ja, ich hole jetzt noch EMP und die kann ich damit auch schneller holen jetzt. Ja, wenn du EMP holst, würde ich, macht man generell sowieso zwei Turbinen oder Wasser. Ja, das wusste ich und das war auch der Plan. Ja, ich weiß jetzt nicht, also, genau. Ne? Ja. EMP ist aber, finde ich, immer noch, also bessere Early-Game-Waffe zum Harassen als die... Die Büß? Um die Turbinen, als die Büß. Ja, die Büß so kann halt funktionieren und kann halt huge sein, oder sie funktioniert gar nicht und ist halt wack. Genau, und dann besonders halt, die Büß kostet so viel Energie. So. Warte. Ich warte jetzt nur noch auf meines Deutsches. Boah, ich würde mal die Büß einsatzbereit machen, ne? Die Ja, die Büß. Gute Büß, die du hast. Ja. Jetzt geht's los mit der Büß. Noch ein bisschen Stability Tech vielleicht. Was machen die unten eigentlich? Was ist denn das für ein krudes Howie-Set da schon wieder? Ja, wer weiß. Aber irgendwie habe ich mein Bild auch komplett in die Tonne gesetzt und ich weiß gar nicht mehr warum. EMP Go. Ah, ein bisschen höher, aber Howie ist delayed. Sehr gut. Wann habe ich meine Energie verpasst? Ja, Gunner nochmal rausgenommen. Sehr gut. Howie läuft. Mir fällt Metalllager, ich Idiot. Ich würde auch gerne behaupten, Howie läuft, aber läuft noch nicht. Aber ich habe den jetzt das dritte Mal disabled, also... Mitten macht Big Dot Sachen. Irgendwie 20s oder irgendwas komisches. Weil sonst würde man keine Big Dots machen. Ah, maybe Scatter? Also, ich mach jetzt mal einen ruhigen und hol mir Defense. Ah, der Gunner mittlerweile rafft sich. Das ist ärgerlich. So. Neuer Versuch. Ja, nochmal durchgekommen. Ah, schade. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Schnell weg damit. Schönere Ports gebaut.
Ja, du, immer. What? Oh. Das habe ich nicht rechtzeitig gewendet. Gut, ich dachte kurz, es wäre Top-Ace gewesen. Okay, was auch immer da stand, es waren nicht die Waffen des Gegners, weil Top geht Laser. Oh, oh. Okay, brennt gar nicht. Okay, ich habe Howie einsatzbereit. Das freut mich doch. Ich komme mal unten los. Oh. Howie kommt gut auf Top Base. Oh, schade, hat nicht ganz gereicht. Also in meiner Base kracht gewaltig. Naja, ich hol dir gleich ein bisschen Anti-Air. Ja, nö, deshalb gar nicht so sehr, sondern mehr so einfach, weil es einfach alles defaunt ist mittlerweile und ich es nicht irgendwie designen kann. Oh, ich habe gerade auch arge APM-Probleme. Oh. Ah, ein Stück zu hoch. Stück zu hoch, aber ansonsten soweit, so gut. So. Ah, ein Stück zu hoch schon wieder. Aber all good so far. Okay, dass die durchkommt. Howie macht massiven Schaden, Top. Ja, hab keine Energy right now. Da muss noch mal ein Upgrade-Center her. Und eine Twinny raus. Nice. Komm, gib mir Energy, bitte! Ja, hab da einen Feuerlaser gekriegt. Top Base. Sehr schön. Machen wir einen Digger Howie. Mucho Damage. Okay, ein Stückchen höher die Cannon. Nee, das war zu hoch. Upgrade Center bräuchte es eigentlich, Werkstatt bräuchte es eigentlich auch später. Schön. Der könnte eingehen, da, glaube ich. Also der hat nicht gut gewahrt. Ja. Kassiert jetzt noch eine EMP? Der hat offene Türen vom Sniper, vor der Cannon oder was auch immer er hat.
Okay. Sorry, ich bin gerade wieder am Sniper holen, also. Oh, tiefer Schuss. Das war safe, gut Core Damage. So, jetzt kracht's unten. Ah, es geht. Er überlebt. Ich will gleich noch eine Cannon. Kannst du oben gegen uns haben? Ja, wo sitzt der Sniper? Weiß ich nicht. Ja, hab ihn, hab ihn. Danke. Also ich sehe, na shit. Gern an gemisst. Hast du ein paar Gunner am Start? Ja, ich habe ganz viele. Okay. Was mache ich denn? Oh, jetzt ab unten. Leider keine Active. Ja, ich lade mal wieder auf hier langsam. Irgendwas in meiner Base gibt gerade nach. Oh, schön. So, jetzt kracht's. Bums. Ayoi. Jawoll. Den hast du. Oh Gott, jetzt muss ich hier große Türen einziehen. Oh, das wird ja fantabulös. Ich habe eben unten einiges disabled. Hö, wie hat das noch abgewehrt? Oh, 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 ja, oh, ja, 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 Mensch, büß, büß, büß. Gerade noch, noch darüber geredet, wie so ein Early Game entweder gut funktioniert oder gar nicht. Ey, ohne Witz. Ich hab funktioniert und dann läuft's, ne? Das war endlich mal gerade ausgespielt und nicht so ein Murks wie davor, Alter. Holy shit. Ja, unten echt viel auf die Nase gekriegt, aber es ging eigentlich. Ja, das war wichtig, ne? Du hast da echt viel weggetankt. Oh Gott, das sieht aus wie so ein kleiner Christbaum. Ja, es sind nur zwei Streben. Der Howie gefällt mir, er sieht sehr sexy aus, aber na, wenn das einmal schief wird, ist kacke, oder? Also. Ja, es geht. Du kannst es meistens relativ. Also, den Engel nach vorne behältst du, egal wohin. Ja, okay, okay. Ja, crazy. Normalerweise mache ich die Tiny Door nur hinten und mach vorne einfach eine Big Door, finde ich, ist besser. Aber ich hatte das neulich mal. Ich wollte es einfach mal testen, wie das mit der Tiny Door sich spielt, aber ich mochte es jetzt auch nicht so sehr. Ja, okay, verstehe. Also ich würde das so machen, dass man die Tiny Door hinten hat und dann vorne einfach noch eine Big Door, damit der Howie quasi weiter vorne aufgeht, wenn sie da hinschießen. Ich frag mich, warum der Plasma Laser Single dort war. Keine Ahnung. Ich hab oben... Er hat's verkauft! Er hat die Metalltür einfach verkauft und deswegen ist er gestorben, der Plasma Laser. Wie komisch. Um auf dich einen Winkel zu haben. Ah, okay. Frechheit. Frechheit, ne? Wirklich. Ja, aber GG, war ein schönes Game. Also gut gekämpft. Gut gekämpft. Ja. Ich hab nicht so wirklich mitgekriegt, was du oben gemacht hast. Ich hab einfach nur ab und zu oben die Gunner rausgenommen. Ja, das war auch gut. Später. Weil ich hatte den Sniper leider verloren. Oh ja, aber gut, der war. Ja, ein schönes Game, Leute, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.